Der Wald vom Ashenvale. Denn durch das heldenheroische Opfer von Grom Hellscream wurde der Grubenlord Manoroth getötet und dem dämonischen Fluch, mit dem die Orks geschlagen waren, ein Ende gesetzt. Die vereinigten Streitkräfte der Menschen und Orks sind jedoch tiefer in die Wälder von Ashenvale eingedrungen. Sie wollten herausfinden, ob dem Land noch immer eine Gefahr durch Dämonen droht. Tyrande Whisperwind, die Anführerin der Nachtelfenwächter, ist überzeugt, dass die Fremden ihrer verzauberten Heimat nur Unheil bringen werden. Jetzt kommen wir zu den Elfen. Und wer hätte es gedacht, die sind durchgehend, in größtenteils nur weiblich. Verzeiht, Priesterin, doch ihr seid seit Stunden in den Anblick von Ashenvale versunken. Etwas Dunkles regt sich in den Wäldern, Chandris. Ich spüre es. Und es scheint sich uns zu nähern. Die Grünhäute, die Cenarius getötet haben? Vielleicht. Vielleicht etwas Größeres. Und Aufklärungseule, die uns ein bisschen Sicht gibt. Aber legt euch ins Zeug. Da sehen wir's. Ein Jaina und der Kriegshäuptling der Orks erwarten, dass dieser Stützpunkt schnell gebaut wird. Einer aus Menschen und Orks? Wir sollten gar nicht hier sein. Schon gar nicht mit den Orks. Wir sind hier, um die restlichen Dämonen zu jagen, Mensch. Ihr habt Glück, dass wir dieselben Ziele verfolgen. Nun gut, Männer. Nehmt euch zusammen. Zurück an die Arbeit. So. Fürst Lionheart. Orks und Menschen maßen sich also an, durch unser Land zu trampeln? Es wird ihnen leid tun, dass sie Ashenvale je betreten haben. Wir errichten einen Stützpunkt und geben diesen Fremden, was sie verdienen. Ja, die Elfen mögen keine... Die sind sehr feindlich gegenüber den Werten, gegen Feinden gesinnt. Und da haben wir eine Goldmine durchwuchern. So, da haben wir Irrwische. Was machen wir jetzt? Der Baum des Lebens ist das Herz unserer Nachtelfendörfer. Nutzt die Fähigkeit des Baums, um die Goldmine zu durchwuchern. Ist die Mine durchwuchert, die Fähigkeit des schickt Baumes. Irrwische hinein, die das Gold schürfen. Ah, da ist der Baum des Lebens und der durchwuchert jetzt die Goldmine. Mit dem Baum des Lebens werden Goldminen durchwuchert. Durchwuchert. Der Baum des Lebens kann anwählen und auf die Gold. So. Irrwische sind freundliche kleine Geister, die Holz und Gold für eure Dörfer beschaffen. Sie erbauen auch die Gebäude, mit denen wir mehr Krieger ausbilden können. Das sind sie, die Irrwische. Die kümmern sich jetzt erstmal um Holz sammeln. Die können in Bäumen verbinden, um Holzrohstoffe zurückzubringen. Ohne den Baum zu beschädigen oder ihn zu verlassen. Seht ihr das? Die wirren einfach um den Baum rum. Und im Baum des Lebens können weitere Irrwische erschaffen werden. Ich folge und das der Stimme ist von Elu. Tyrann der Whisperwind. Was gibt's hier so? Hirsche! Ja, wir können weitere Irrwische produzieren, ich weiß. Ungefähr so. Irrwisch. Und was kannst du so? Bogenschützin. Ich warte auf euch. Habe ich irgendwas gedrückt? Zeigt den Weg. So, jetzt erzähl mir mal ein bisschen. Oh, euer Gebäude ist gespannt wie ein Flitzebogen. Fürchtet meine Fertigkeiten. Gehen wir. Fünf Meter Abstand, kein Laut. Oh, ich bin nicht nur ein Waldelf, ich bin ein Nachtelf. Ich komme nie rechtzeitig zum Schuss. Ein Schuss, ein Schrei, das war Karl May. Ihr seid ein Schuss, ein Schrei, das war Karl May. So, jetzt gehen wir in die Goldmine rein. Die durchwuchern wir mit fünf Irrwischen. Und die geben uns richtig die Gold. Die Göttin ruft. Wie die Göttin wünscht. Die Mondbrunnen sind Quellen von Nahrung und Kraft. Ihr könnt weitere Mondbrunnen bauen, die mehr Truppen ernähren. Okay. Wir beschwören erstmal ein paar Irrwische. Okay, die Quest ist klar.
während wir uns erstmal von Tyrande erklären lassen müssen, wie das Ganze funktioniert. Wir wissen es ja ein bisschen von Orks, Menschen und Untoten, aber die Nachtelfen damit ihr mehr Truppen spielen sich ausbilden dezent könnt, anders. Erbaut ihr ein Urtum des Krieges. Einen Mondbrunnen erstmal. Den können wir auch zum Explodieren bringen. Zerstört den Irrwisch, wobei im Gebiet alle magischen Zauberverstärker gebannt werden und 50 Mana abgezogen werden. Außerdem 225 Punkte Schaden an beschworenen Einheiten. Ja, was? So, so. Ihr seht, die Goldmine ist durchwuchert. Sieht auch cool aus, muss ich sagen. Sieht zwar sehr lustig aus, pumpt auch ordentlich durch. Bisschen Holz. Da ist der nächste Irrwisch, der beschwört uns ein Urtum des Kriegers. Du kannst ihn nicht bauen, Entschuldigung. Der Irrwisch ist ein Nachtelfengeist, der beim Bau eines Urtums verbraucht wird. Auch beim Mondbrunnen? Ja, nee, beim Mondbrunnen nicht. Beim Mondbrunnen... Euer Gebäude ist fertig. Ach, der Irrwisch ist ein Geist. Können wir Leben und Mana von befreundeten Einheiten auffüllen, die hier in der Nähe sind. Ziemlich cool, ne? Es ist mehr Holz erforderlich. Okay, ein bisschen mehr Holz. Na dann. Holen wir uns ein bisschen mehr Holz, bauen ein Urtum und ihr seht... Baum des Lebens. Den können wir auch entwurzeln. Nachts können viele Einheiten der Nachtelfen Schattenmimik verwenden. Dadurch sind sie automatisch unsichtbar, solange sie unbeweglich stehen bleiben. Ich warte auf euch. Wie man hier sehen kann. Fertig. Ihr seht's und jetzt? Ich folge der Stimme von Elun. So sei es. Ashrasoraman. Euer Gebäude ist fertig. Und jetzt 5 Bogenschützen ausbilden. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Und eine 6, weil wir was können. Die kosten uns an Leben 2. Okay. Baut mehr Mondbrunnen. Es ist mehr Holz erforderlich. Ich bin bereit. Okay. So, mach Ende mit dem Holz da. Ich will diesen Satz hören. Baut mehr Mondbrunnen. Der Satz ist so kultig. Wir haben zu viel Holz. Wir haben zu wenig. Zu viel Gold. So, ein bisschen Holz. Und jetzt bauen. Jetzt bauen wir noch einen Mondbrunnen. Irgendwas gedrückt. Ich glaube, ich gehe mal kurz raus. Ah, jetzt geht's wieder. Ich bin bereit. 3 Bogenschützen. Die 4. ist in Arbeit. Wir holen uns noch ein paar, denn Bogenschützen kann man nie genug haben. Kann Treffsicherheit verbesserte Bogen und Hippogriffen lernen. Okay, wir schnappen uns noch die 5. Und dann haben wir's. Dann bauen wir noch ein bisschen. Euer Gebäude ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. So, wir holen uns noch ein bisschen Holz und ich bin bilden bereit. Weiter aus. Ashrasoraman. Hauptquest erledigt. Nachtelfenstützpunkt. Die Göttin ruft. Und jetzt ist die Aufgabe der Invasoren, das heißt... Den Paladin töten. Wie die Göttin wünscht. Gibt's noch etwas, was wir uns sagen wollt, Elfen? So sei es. Ich bin bereit. Wie die Göttin wünscht. Okay, hier ist ein Heilbrunnen. Unverzüglich. Und da scheint ein Orklager zu sein. Attacke! Piu! Zack. Wie die Göttin wünscht. Und tot. Tot den Orks, mit dem wir vor 5 Sekunden noch gespielt haben. Jemand bedroht die Wildnis. So, Attacke! Und aus dem Nichts, leise wie ein Schatten. Tja, sind Nachtelfen. Nochmal durchwuchern. Holz dürfen wir genug haben. Ich folge der Stimme von Elun.
Jetzt schnappen wir uns noch die drei Bogenschützen, die hier kommen. Nicht genügend Gold, ist in Arbeit. Greifen den Feind an. Die Göttin, oh. Ich bin bereit. Oh, Menschen. Au, au, au. So sei es. Unverzüglich. Attacke! Und in den Hinterhalt. Baut mehr Mondbrunnen, Leute. Oder lasst einfach ein paar Nachtelfen sterben. Blöderweise halten die ein bisschen wenig aus, aber das macht nichts. Ihr seid am Zug. Die Göttin ruft. Bei Elune. So, wir begeben uns weiter auf den Weg. Auf euer Zeichen. Unverzüglich. Und weiter. Wie die Göttin wünscht. Für Kalendor. Und Attacke. Unverzüglich. Baut mehr Mondbrunnen, Leute! Zack! Und weiter mit dem Bogen schießen. Los, Tyrande, hol ein bisschen Erfahrung rein. Nur blöderweise haben wir keine Nahkämpfer, sondern sind wirklich nur auf Fernkampf spezialisiert. Was sehr ärgerlich ist, das heißt, die Elfen halten nicht aus. Ich bin bereit. Zeit für einen ganzen Haufen mehr Bogenschützen. Als hätten wir noch nicht genug. Zack. Aber wenn's ums Schießen geht, kann den Elfen, glaube ich, kaum einer das Wasser reichen. Wie die Göttin wünscht. Zack. Tyrande Level 2. Sehr schön. Was können wir denn lernen? Senkpfeile, erhöht Angriffskraft durch Feuerschaden, erhöht Grundschaden bei Distanzangriffen. Auf jeden Fall, das ist die Volltreffer-Aura. Das heißt, bei Bogenschützen, das heißt, bei allen in der Nähe. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Bandu Soribas sterblich. Die Volltreffer. Ihr habt dieses Land entweiht und werdet büßen. Und die Wildnis. Bei Elun. Okay, das ist nicht. Wir ziehen uns erstmal zurück und holen noch ein paar Bogenschützen. So sei es. Du willst unbedingt sterben? Na gut, sollst du tun. Zack. Bei Elun. Gehen wir mal auf die andere Seite, ob es da so reicht. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendeine Einheit, die man so töten kann. Unverzüglich. Ach, da können die gar nicht lang. Entschuldigung. So. Ich bin bereit. Immer weiter ausbilden. Da haben wir ja schon ein bisschen. Ich warte auf euch. Viel. Fünf weitere. Ja, ihr müsst nur laufen. 3, 5 sind 7, 8, 9, 10, 11. Ich bin bereit. 11 Elfen. So, da kommen die nächsten. Und dann wird wieder scharf geschossen. Mondbrunnen. Ich glaube, ich baue mir noch einen. Ich bin bereit. Auf euer Zeichen. Da sind sie. Da stehen sie rund um die Werte Tyrande. Tyrande Whisperwind. Urtum des Kriegers. Ich bin bereit. Krieges, nicht Krieger. Krieges. Ich warte auf euch. So, der nächste Dreier-Trupp, der hier hinkommt. Oh, wir können sie wieder tarnen. So, Elfen, jemand versteckt euch. Oh, tun sie schon. Sehr nett. Okay, und... Ich bin bereit. Bound mehr Mondbrunnen in Arbeit. So, du bewegst dich jetzt und dann die warten wir hier. Ruft. Euer Gebäude ist fertig. Mondbrunnen, dankeschön. So, währenddessen bauen wir noch einen ganzen Haufen Bogenschützen an in Arbeit.
Bogenschützinnen. Ich folge der Stimme von Elo. So. Zack, und aus der Dunkelheit. Out of the dark. Zack, Horde der Orks. Ihr seid am Zug. Zeigt den Weg. Die Göttin ruft. Wie die Göttin. So, und jetzt mit allen Elfen. Wächter. Mit elf Elfen. Oh, Paladin. Unverzüglich. Und Attacke. Au. Ich glaube, wir brauchen mehr Einheiten. So sei es. Wie die Göttin wünscht. So sei es. Unverzüglich. So sei es. Wie die ich bin bereit. Und zurück. So, wir warten ein bisschen. Ich würde mal sagen, bis gleich. Oh, Fireball-Küten. Im Namen von Cenarius. Mal kurz kaputt machen. So ist da was drin? Es. Nicht? Schade. Na egal, ein bisschen für Zerstörung gesorgt. Bei Elun. Kann ja nicht schlecht sein, oder? Unverzüglich. Oh, Menschen. Auf euer Zeichen. Ich wisst ihr was? Hier kommt der Urtum! Bam, jetzt greift der Urtum sogar an. Ich bin bereit. Und noch mehr. Batz. Jemand bedroht die Wildnis. So sei jetzt bitte einmal das Lager vernichten. Wie die Göttin wünscht. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Für Kalendor. Irgendwas Interessantes. Kann ja sein. Im Namen von Cenarius. Ah, ein Heiltrank. Sehr schön. Unsere Krieger greifen Anudora. Baum. Lecker Baum, sehr nahrhaft. Ach so, ich muss den durchwuchern. Ich folge der Stimme von Elun. Was ist das? Rolle des Schutzes. Oh, das ist richtig gut. Die können wir gut gebrauchen. Jetzt, wenn wir ganz viele Elfen haben. Die können wir wirklich gebrauchen. So. Ich bin bereit. Jemand bedroht die Wildnis. Bei Elun. Und auf zur nächsten Attacke. So sei es. Bei Elun. Attacke! Gebt ihm! Anudora. Verfluchter Paladin! Zeig den Weg. So, macht hinne. Töte den schneller. Die Göttin ruft. Im Namen von Cenarius. Cenarius ist leider tot. Für Kalendor. Auf euer Zeichen. Ich werde es versuchen. Jemand bedroht die Wildnis. Schnell, komm, den müsst ihr.
Unverzüglich. So sei es. Das ist nicht gut. Wie die Göttin wünscht. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Unsere Krieger greifen den Feind an. Die Göttin ruft. Bedroht die Wildnis. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ashra Soraman. Wie die Göttin wünscht. Unverzüglich. Ich bin bereit. Bei Elune. So sei es. Jetzt aber! Wie die Göttin wünscht. Endulirissa. Auf euer Zeichen. Viel zu leicht. Jemand bedroht die Wildnis. Für Kalendor. Unsere Krieger greifen Zeig den Feind an. Ich folge der Jetzt Stimme macht ihn platt. Jetzt haben wir's. Sorry, Paladin, aber so haben wir nicht gewettet. Die Göttin ruft. So haben wir nicht gewettet. Unverzüglich. Ich folge der Stimme von Elune. Endulirissa. Es werden immer mehr. Und jetzt stirb endlich, Paladin. Na, geht doch. Die Invasoren sind auseinandergenommen. Hochleben die Nachtelfen. Yes, yes, yes. Es regnet Feuer vom Himmel. Dämon. Tyrannrius. Und Undead. Sie müssen uns von Lordaeron gefolgt sein. Oha. Die Toten rücken in Wellen vor. Rasch, meine Schwestern. Zurück zu den Bäumen. Einer solchen Streitmacht sind wir nicht gewachsen. Auf jeden Fall. Aber es geht weiter. Die Menschenexpedition war sogar ein bisschen stärker als wir. Und als nächstes